So, ich bin's wieder, euer Morten B. und herzlich willkommen zu Legend of Zelda Breath of the Wild. Öffne die Augen. Öffne die Augen. Wach auf, Link. Und schon geht's los. Wir sind in einer Kammer. Bewegen. Muss ich auf Steintafel gehen. Wo es rausgefahren kommt. Schickerstein. Eine geheimnisvolle Tafel mit einer leuchtenden Fläche darauf. Obwohl du sie zum ersten Mal siehst, scheint sie dir seltsam vertraut. Und die Tür geht auf. Gehen wir mal raus. Und finden zwei Truhen. Ein paar Kisten und Fässer. Alte Hose. Altes Hemd. Stein über das Podest. Dann wird der Weg sich dir öffnen. Okay, machen wir. Ich gab es anerkannt. Verriegelung aufgehoben. Und dann mal los. Schnell nach draußen. Und eine Sequenz fängt an. Legend of Zelda Breath of the Wild. Und mit dem Todesberg und Schloss Hyrule.
Und ich glaube, Zettel der Zeit. Auf jeden Fall gibt es die in Zelda. Ein alter Mann. So, dann lauf erstmal hier ein bisschen rum. Erkunden die Gegend. Route, ein Zweig von einem herrlichen Baum. Den man als Waffe benutzen kann. Ein Hyrule-Pilz. Der meisten verbreitete Pilz in den Wäldern Hyrules. Kann auch so geduckt bewegen. Das ist mal leiser, aber auch langsamer. Wenn die Ausfallanzeige da der grüne Kreis leer ist, ist man kurz halt langsamer und kann nicht sprinten und ja, nicht klettern oder schwimmen. Noch ein paar Pilze. Dann springen wir mal da hinten zum Baum. Das sind ein paar Käfer. Das habe ich gesehen. Ein Schwertkäfer. Der macht, dass man mehr Angriff hat. Wenn man einen Monsterzutaten kocht. Davon haben wir jetzt drei. Noch eine Route. Zwei, drei Pilze. Mal da runterfuchsen. So, so spannend. Da passiert doch erstmal nichts. Da helfen wir liegen. Gehen wir zu diesem alten Mann. So, noch ein paar Äpfel. Ein Hyrule, sehr verbreitete Obstsorte. Noch einen zweiten Apfel. Und nochmal hoch. Vielleicht noch einer. Ein Rostapfel. Ein bisschen mehr Herz. Wer bist du? Okay. Wo sind wir? Äpfel. Ups, zweiter Hebel. Link. Mal aufheben. Link. 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 Begib dich zu dem Ort, den der Shika-Stein dir weist. Versuch. Und diesmal bei zwei geklappt. Mit dem nochmal versuchen. Daneben. Ich will nicht ins nur von dem Feuer werfen. Sollte gehen, ja. Und ein Rostapfel. Gehst du auch weiter? Ist eine Holzfäller aus? Hier nicht bekommen. Und da ist ein Seerosenkreis.
ihn reinstellen können, Kork. Ja, ich weiß das, weil ich das schon mal angespielt hatte. Bis zum ersten Schrein. Und zu dem Zeitpunkt, wo ich das hier aufnehme, also den Ton, bin ich schon im Spiel bei Falco Carico. Falls auch das was sagt. Dann krieg ich ihn weiter. Das ruft mich noch einfach aus dem Schwert. Was zwar sehr viel Angriffsschaden hat. Aber. Naja, das kann ich nicht. Ich nehme mich ja wieder an. Ja, es ist die Zelle der Zeit. Unten ist auch irgendein Gegner. Und rechts auch. Gehen wir zuerst zu ihm rechts. Vielleicht uns mal an. Wie sieht er uns nicht? Okay. Ein Bockstock. Unser Escape-Tritt, der uns ein Bockblindhorn gibt. Das ist eine Monsterzutat, mit der man halt zum Beispiel Schwertklaffer, Käfer zusammen kochen kann. Das ist ein Mediziner gibt. An diesem Gegner vielleicht nimmt es erstmal an. Okay, dann nehmen wir den Bockstock. Nochmal eine Route. Und wenn wir uns Gegner jetzt auch erledigt haben, kriegen einen Bockblindhorn und gehen auch erstmal wieder weiter. So, da vorne hängt noch ein Apfel, ein Heilgras und auch das nächste Kraut, das überall riesen Heilgras wächst. Dann gehen wir nochmal rauf, versuchen uns einen Apfel zu holen. Machen wir aus dem Holzstamm ein Holzbündel. Probieren das nochmal neben Baum. Kann man nicht, der ist so dick, das geht nicht. Dann füllen wir mal diesen Baum wieder. Und noch einen Apfel. Zwei Holzbündel. Hier ist ein Gegner. Und zwar ein Schleimgelee. Und noch zwei Gegner. Bei dem man Pfeile farmen kann. Nummer 2. Muss einfach kurz weglassen. Dann schießen wir mit Pfeilen, wenn man welche farmen kann. Ich sollte aufpassen, dass man nicht allzu viel Leben verliert. Wir gucken, wie wir landen. Warum so ist eigentlich ganz einfach. Mal gucken, ob man genug Leben hat, damit man gleich abranzt. Ja, manchmal gehen die Pfeile auch kaputt. So wie es gerade zum Beispiel. Da geht das dann erstmal nicht. Wo ich einmal getroffen. Dann machen wir mal wieder rein. Einmal getroffen. Und Angriff. Mal getroffen. So, wir kriegen einen Bockbogen. Okay. Sollen die allzu viel Schusskraft erwarten? Kriegen noch einen zweiten Bockbogen. 5 Pfeile, 2 Bockenhörner und noch 5 Pfeile.
Kann ich auch so werfen. Wenn man ZR gedrückt hält, kann man schießen. Ja, da oben sind Steine, die man da runterrollen kann auf die Gegner. Halt Schaden macht. Schubst du ihn halt mal da runter. Und boom, sind die Fässer, dass du die so weit ständen. Gucken, wir kommen noch einen neuen Bockstock. Trinkrollwild. Ein Bockblinhorn. Und noch ein Bockblinhorn. Dann greifen wir jetzt mal hier an. Musst du entfernen gucken, ob den treffen. Verdammt. Das kommt. Dafür. Jetzt ein Treffer. Das Wurmsinn. Und der Fuchs ein Header. Gibt doppelten Schaden, wenn der Kopf des Gegners getroffen wird. Und sonst ist es explodiert alles. Hier unten Fässer standen. Und extra Schaden. Muss man was gucken? Kriegen wir Waffen haben. Eine Pfeile und einen Bogen. Und so dann. Aber das ist so weit, weil es die stärkere Form davon. Oh, da. Hat er mich gerade angezündet. Ist egal, neuer Versuch. Mal gucken, wo wir es wieder anfangen müssen. Da oben laufen noch ein paar Tipps. Achso, von hier. Der Gegner ist schon weg, der noch auf Podest stand. Da können wir es wieder abschießen. Wir können ihn von hier oben abschießen. Treffer. Noch ein Treffer. Ein Headshot. Treffer. Treffer. Das sieht voll viel aus. Headshot. Okay. Da öffnet sich auch die Truhe. Wir kriegen einen Dachelbockstock. Ein Bocklinhorn. Einen normalen Bockstock und noch ein Bocklinhorn. Öffnen wir die Truhe. Was wir finden? 5 Feuerpfeile. Die sind sehr effektiv gegen Ziele, die das Element Eis beherbergen. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt zu diesem Punkt. Auf den Schickerstein. Den der Punkt uns weist. Der ist auch hier vorne. Dann kurz den Hügel hoch. Da unten noch den Gegner besiegen. Dann sind wir eigentlich auch gleich da. Noch so, was passiert dann? Und wir bekommen ein Reiseschwert. Dann Boxschild. Und wir kriegen ein Feuerzeug und ein bisschen Horn. Ja, dann haben wir diesen Schalter erreicht. Ich würde sagen, bis zur nächsten Folge. Macht's gut.